Hoi miteinander, wie geht's euch im Moment? Ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, miteinander unterwegs zu sein, trotz dem Abstand, und dass wir zusammen Bibelstellen anschauen können und auch einfach Gemeinschaft haben, auch wenn das jetzt über Videofunktion ist. Nehmt doch gerade eure Bibel für, und wenn ihr sie jetzt gerade noch nicht bereit habt, dann drückt doch schnell auf Pause und holt sie. Wir lesen miteinander Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Ich lese es vor. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus kommt da zu seinen Jüngern. Er ist auferstanden und gibt ihnen jetzt den Auftrag, in alle Länder zu gehen von der Welt und seinen Namen zu verkünden und das, was er gemacht hat. Dass er gestorben und auferstanden ist für uns. Das ist das Ende vom Matthäus-Evangelium. Und das ist wirklich der letzte Vers, Vers 20. Und nachher geht es weiter mit dem Markus-Evangelium. Jetzt ist aber die Frage, was heisst denn das für uns? Heisst das, wir müssen alle zusammen in ein fremdes Land gehen, wo wir die Leute noch nicht kennen, wo wir die Sprache nicht können, wo wir die Kultur nicht verstehen, weil wir einfach ganz in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, um Jesus und seine Taten zu verkünden? Das ist eine sehr schwierige Frage. Und in der ganzen Geschichte der Kirche haben sich Leute immer wieder mit diesen Versen auseinandergesetzt und haben sich damit auseinandergesetzt, was denn das heisst für die Personen in dieser Zeit. Und auch heute gibt es immer noch Diskussionen und Streit dazu, ob das jetzt heisst, dass wir alle als Christen müssen auf Überseemission gehen oder ob unsere Mission nicht doch auch vor Ort in unserem Land ist. Und jetzt ist das sowieso ganz schwierig mit Corona. Auch wenn jetzt der Auftrag wäre, dass wir müssten in eine fremde Nation gehen, in ein fremdes Land, wäre das jetzt gerade einfach gar nicht möglich. Heisst denn, dass wir gar nicht dem Auftrag nachkommen, wo Jesus uns hineingestellt hat. Lesen wir doch noch Lukas 10, Vers 1 und 2. Da steht: Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist jetzt auch ein schwieriger Text. Schwierig zum Verstehen, was jetzt das zu tun hat mit der Ernte und der Arbeiter. Also was soll jetzt das für uns bedeuten? Aber wir hören, dass Jesus sie aussendet, in alle Orte, in alle Dörfer, zu allen Völkern um sie herum. Das heisst nicht unbedingt, dass sie 20 Tage haben müssen reisen mussten, um an ihr Ziel zu kommen. Das kann auch sein, dass sie haben müssen eine Stunde laufen mussten, um ins nächste Ort zu kommen, wo Jesus hinwollte, um die Leute darauf zu sensibilisieren, dass Jesus kommt. Und was es heisst, was Jesus gemacht hat. Und genauso heisst das doch auch für uns. Wir können und sollten für Jesus einstehen in unserem Ort. Dort, wo wir gerade angestellt sind, in der Schule, wo wir im Moment sind, oder in der Ausbildung, oder in unserem Freundeskreis. Aber das klingt für mich immer so nach To-Do, nach Hausaufgabe und etwas, wo man einfach irgendwann abhäkeln kann, wo ein bisschen mühsam ist zu machen, aber wo halt muss gemacht werden und ja, wo nicht so cool ist.
Und wenn es dir gleich geht, dann hast du dir vielleicht auch schon überlegt, das Video jetzt einfach wegzuklicken. Weil ich sage jetzt Sachen, die ihr machen müsst, die halt vielleicht nicht so leise sind und die euch vielleicht überhaupt keinen Spass machen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann kommt ihr ganz sicher in den Himmel oder ja, habt ganz sicher Pluspunkte. Aber um das geht es jetzt nicht. Das möchte ich euch nicht sagen. Und davon, von solchen Gedanken, möchte ich euch auch wegbringen, weil ich glaube nicht, dass es schwierig ist, zum Jesus zu verkünden. Ich glaube nicht, dass es ist eine Herausforderung, aber ich glaube nicht, dass es nicht auch Spass machen darf und nicht auch darf auf ganz verschiedene, vielfältige Art und Weise kann passieren. Als ich in eurem Alter war, ist es darum gegangen, eine Lehrstelle zu finden. Und das war nicht ein einfacher Prozess für mich. Ich habe mich für verschiedenste Berufe interessiert. Ich bin ganz viel geschnuppert. Ich bin zum Beispiel als tiermedizinische Praxisassistentin geschnuppert oder als Fachfallbetreuung mit Kind. Ich bin aber auch als Polygraphin 3D geschnuppert und als Chemielaborantin. Schlussendlich konnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe das 10. Schuljahr gemacht, habe mich beworben als Kauffrau auf der Gemeinde und habe dann auch die Lehrstelle gemacht. Und ich habe gemerkt, in dem ganzen Schnuppern, es hat die verschiedenen Berufe haben ganz viel Positives, auch Negatives, aber Sachen, die mich wirklich interessieren. Auch das KV. Aber jetzt, in meiner jetzigen Lebenssituation, bin ich wieder an einem ganz anderen Punkt. Ich habe dann nicht geschafft, 10 Jahre auf diesem Beruf und habe dann nachher mein Studium gemacht. Ich habe direkt nach der Lehre bin ich studieren. Und zwar nicht als in Wirtschaft oder Finanz- und Rechnungswesen oder so, was in diesem Bereich dann halt möglich wäre, sondern wirklich etwas ganz anderes, Theologie. Und es legt mir eine sehr gute Grundlage, das KV jetzt auch in dem Theologischen. Gerade wenn es darum geht, zum Arbeiten zu schreiben und ich glaube auch später. In einer Gemeinde gibt es viel Administratives, wo mir das wird helfen. Und ich bin sehr fasziniert von dem, dass man Sachen kann ordnen kann, auf verschiedenste Art und Weise, aber ich bin jetzt auch sehr fasziniert von der Theologie. Und jetzt in der heutigen Zeit ist das so einfach, zum können, seine Faszination finden, das, was einem Freude macht an etwas und das man kann weiterverfolgen, im beruflichen und auch im persönlichen. Und das möchte ich euch jetzt weitergeben, dass ihr lernt herauszufinden, was euch fasziniert an Jesus. Was es genau ist, wo euer Herz übersprudelt, wo ihr nicht könnt aufhören könnt, zum Beispiel darüber zu reden. Aber es muss jetzt auch nicht sein, dass ihr alle zusammen führen stehen am Sonntagmorgen und redet oder alle zusammen einen YouTube-Kanal auftönt und anfangen zu diskutieren und redet darüber, was euch so fasziniert an eurem Glauben. Es geht mir nicht darum, dass jeder das Gleiche macht, sondern ihr persönlich für euch entdeckt, wie ihr könnt die Faszination an andere weitergeben könnt. Sagt das mit Malen, sagt das eben mit einem YouTube-Kanal, wo ihr redet. Sagt das mit Diskutieren mit anderen Leuten, mit Christen und auch nicht Christen. Oder sagt das mit Backen und so die Liebe von Jesus weiterzugeben oder kochen oder basteln oder sonst mit Lieder schreiben, mit musizieren, 2 Stunden lang an der Straße. Ja, ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr euren eigenen Weg geht und da auch durch die Zeit, wo man muss Abstand haben muss, mit Jesus ganz nah bleibt und auch immer wieder euch überlegt, was, wie ihr denn die Liebe könnt weitergeben könnt. Falls ihr Fragen habt oder Anliegen oder Anregungen, die ihr gerne würdet mit uns Leiter, mit euch als Teams untereinander teilen, macht das. Ihr habt unsere Nummern, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Und
Wir freuen uns sehr, mit euch unterwegs zu sein. Ich wünsche euch noch ein ganz schönes Wochenende und eine gute Zeit. Seid gesegnet.